Ja, meine lieben Freunde, ich grüße euch wieder herzlich aus Klagenfurt, dem sonnigen Süden, zurzeit etwas in Nebel gehüllt. Aber ich freue mich, dass wir heute wieder beisammen sein dürfen, eine halbe Stunde früher. Ja, freue mich, dass doch schon wieder einige an der Leitung sind und am Bildschirm. Hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gut ausgerüstet, auch für das Studium heute Abend. Habt eure Bibeln dabei, vielleicht auch ein bisschen Notizwerkzeug. Wir werden heute natürlich auch wieder so manche Bibeltexte miteinander lesen. Und es ist mir wichtig, dass wir nicht nur einzelne Texte uns anschauen, sondern wirklich gewisse Texte, die wir sonst oft nur aus dem Zusammenhang gerissen interpretieren, einmal richtig in ihren Zusammenhängen in den einzelnen Kapiteln. Und deshalb werden wir uns das auch angewöhnen für die Zukunft, dass wir eben bei solchen Bibelstunden und Bibelthemen mehr biblischen Text anschauen und verarbeiten, als wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Ihr habt den Titel gesehen heute. Wir werden uns heute mit einem bestimmten Detail in dieser Thematik in dieser Prophezeiung von Malachi 3,1 beschäftigen, wo es dort um diesen Boten geht, der den Herrn den Weg bereiten soll und bald wird kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht. So heißt es ja dort in diesem Text, den wir das letzte Mal angefangen haben, uns etwas anzusehen. Es wird in diesem Abend heute speziell um ein bestimmtes Problem in der Identifikation dieses Tempels gehen, von dem dort in Malachi 3,1 die Rede ist, aber auch in anderen Texten des Alten Testaments, der alttestamentlichen Propheten, wo offensichtlich von diesem selben Tempel die Rede ist. Denn wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass Malachi der Einzige war, der hier von dem Tempel sprach und von dem, was dann in diesem Tempel geschehen sollte. Wir müssten ja davon ausgehen, dass auch andere Propheten vom selben sprachen. Und deshalb wird es wichtig sein, dass wir uns mit diesem Detail dieses Tempels beschäftigen, zu dem der Herr kommen sollte. Und das wird heute unser Schwerpunkt sein. Hat auch etwas damit zu tun, dass ich in dieser letzten Woche einen interessanten Anruf bekommen habe aus Deutschland, wo mich ein Zuhörer und ein Zuseher, ein Glaubensbruder, der die Bibel ebenfalls studiert und diese Sendungen auch mitgehört hat, mir da eine interessante Frage gestellt hat. Und das hat mich bewogen, dieses Thema heute in dieser Richtung zu gestalten. Soll zeigen, dass ich auch darauf eingehe, wenn Fragen kommen, dass ich mich gerne damit auseinandersetze und meistens ist es so, dass durch irgendwelche Fragen man selbst dann plötzlich auf Dinge aufmerksam wird, auf die man vorher vielleicht gar nicht so geachtet hat. Jedenfalls, ich werde im Laufe des Themas, im Einstieg, euch auf diese Frage dann hinführen und ja, ich lade euch ein, dass wir am Beginn gleich wieder mit einem Gebet beginnen und wollen innerlich zur Ruhe kommen und stille werden. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder herzlich dankbar für diesen Abend, den wir wieder vor uns haben. Wir danken dir, dass du uns diese Gelegenheit gibst, noch in Frieden und Freiheit dein Wort zu studieren, dein Wort zu verkündigen, auch über diesen Weg der Technik. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns auch für unser Studium die nötige Kraft schenkst, die Weisheit schenkst, das rechte Verständnis gibst, dass wir auf dein Wort achten können, dass dein Heiliger Geist unser Lehrer sein möge, der uns in alle Wahrheit leitet. Halte alle Störende fern und hilf, dass wir bei diesem wichtigen Thema, wo wir uns mit deinem Tempel beschäftigen wollten, den du damals erstellen hast lassen und der eine tiefe Bedeutung haben sollte, dass du uns in diesem Thema auch wirklich führst und uns die rechte Konzentration schenkst und allen deine Segen vermittelst, die zuhören und die auch
dieses Thema dann mit überlegen werden. Wir danken dir für deine Gegenwart, mit der du uns nun begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Schön. Also, wir steigen in unser Thema ein. Der Tempel, zu dem der Herr kommen sollte, als Malachi 3, Vers 1. Ich möchte gleich einleitend dazu sagen, dass es zu dieser Frage des Tempels und des Messias und des Boten, von dem dort in Malachi 3, Vers 1 die Rede ist, und in der ganzen alttestamentlichen Prophetie in Bezug auf diesen Tempel und des Kommens des Messias und des Kommens dieses Wegbereiters, dieses angekündigten Elia, natürlich unterschiedlichste Deutungen gibt und auch viel Verwirrung sowohl unter Christen darüber gibt, als auch unter Juden. Und auf das möchte ich heute auch etwas eingehen, weil wir uns ja auch Gedanken machen sollten, wie haben denn Juden damals das verstanden und wie verstehen sie denn das heute, nach 2000 Jahren und 2600 Jahren nach der Prophetie des Malachi. Und natürlich, wenn wir etwas über dieses Thema reden werden, dann wird sich herausstellen, dass wir auch selbst unter Adventisten und unter evangelikalen Christen, unter allen möglichen Christen, aber auch in unseren eigenen Reihen, manche Unsicherheiten haben werden und manchen Unsicherheiten begegnen werden über die richtige Deutung und den Umgang mit diesen Prophezeiungen über diesen Tempel, von dem hier in diesen alttestamentlichen Prophezeiungen die Rede ist und speziell jetzt einmal auch Malachi 3, Vers 1. Es sollte uns auch bewusst sein, und das möchte ich ebenfalls gleich vorneweg hinstellen, dass diese Frage, was mit diesem Tempel gemeint ist, zu dem dieser Herr kommen sollte, dass diese Frage auch heute und auch in der Geschichte der Vergangenheit schon eine weltpolitische Bedeutung hatte, eine religiös-politische Bedeutung hat, die selbst zu Konflikten in der Weltpolitik bisher geführt hat. Und wir erleben gerade in unserer heutigen Zeit, in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich schon, in diesem Konflikt im Nahen Osten, eigentlich einen Konflikt, der sehr wohl etwas mit der richtigen Deutung von Malachi 3, Vers 1 zu tun hat. Das würde man wahrscheinlich, wenn man den Text liest, nicht vermuten, aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen. Grundsätzlich war es so, dass vergangene und auch gegenwärtige und noch zukünftige Konflikte, das wage ich jetzt auch zu sagen, dass auch zukünftige religiös-politische Konflikte in dieser Welt und besonders im Nahen Osten mit dem zu tun haben werden und auch gegenwärtig mit dem zu tun haben, wie man in verschiedenen religiösen Richtungen, wie zum Beispiel der Islam, wie das Judentum und wie auch das Christentum, mit einer solchen Prophezeiung umgeht, die von einem Tempel spricht, zu dem der Herr kommen sollte. Und mit diesem Kommen des Herrn haben wir natürlich dort in Malachi 3 auch einen Boten, der kommen sollte, der angekündigt ist, der den Weg dafür vorbereiten soll, dass der Herr dann zu diesem Tempel kommen sollte. Und darüber gibt es natürlich einen Konflikt, und der Nahostkonflikt hat gegenwärtig, hat in der Vergangenheit, hat in der Gegenwart und wird auch in der Zukunft noch einiges mit dieser Frage zu tun haben, wer interpretiert diesen Text richtig und diese Elemente. Wir haben es also bei diesem Thema mit einem brisanten religiös-politischen Thema zu tun, das letztendlich die ganze Welt irgendwann einmal beschäftigen wird. Und ich wage es mehr und mehr zu sagen, auch in den letzten Jahren, durch meine Studien, die ich da gemacht habe, gerade über die alttestamentliche Prophetie, die messianische Prophetie, auch die Prophezeiung von Daniel und Offenbarung, und dass ich es wage zu sagen, dass die zukünftige Weltgeschichte und die zukünftigen Völkerkonflikte, religiös-politischen Konflikte über diese ganze Welt letztendlich ein Konflikt sein werden, der mit der Frage zusammenhängen wird, wer legt hier diese Prophezeiungen, die vom Ende sprechen und von dieser letzten Zeit sprechen und da auch vom Tempel Gottes sprechen und von diesem Boten, der kommen soll, dieser Elia, der dem Herrn vorausgehen sollte,
dass diese Fragen absolut eine weltpolitische Dimension haben. Und dass es in Zukunft eben darüber Konflikte geben wird auf dieser ganzen Welt. Und davon bin ich mehr und mehr überzeugt. Und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, auch durch diesen Abend heute und auch durch weitere Studien, das immer mehr uns bewusst zu machen. Dass wir mit diesen Fragen, die wir jetzt für uns so im kleinen Kämmerlein studieren, letztendlich nicht alleine bleiben werden, sondern dass es hier zu einer, dass das alles mit ein Thema sein wird, das für das, was wir als gläubige Menschen, als bibelgläubige Menschen und auch speziell was auch Adventisten unter dem lauten Ruf verstehen, dass das irgendetwas auch damit zu tun haben wird. Ist euch bewusst, dass schon im Alten Testament das Kommen Jesu zu seinem Tempel eine gewisse Unsicherheit in sich barg, dass man schon im Alten Testament, dass es einen Hinweis gibt im Neuen Testament, dass es einen Konflikt gegeben haben musste, damals schon im Heiligen Land, in Israel, über das, was mit diesem Tempel gemeint ist, zu dem der Herr kommen sollte. Schlag mit mir diese Stelle auf, von der ich das ableite, einen solchen Konflikt im Judentum damals und in Israel damals, in Palästina. Und zwar in Johannes Kapitel 3, oder 2, Entschuldigung, Johannes Kapitel 2, in dieser Rede Jesu, in diesem Gespräch Jesu mit der Samariterin. Da ging es doch um die Frage des Tempels. Und nämlich um die Frage, was ist der richtige Tempel? Welcher Tempel ist der wahre Tempel, der zu dem vielleicht Gott kommen würde, wo man den Messias erwartet, wo man richtig anbetet, wo man den wahren Gott verehrt? Und Johannes 2 hat die Samariterin diese Frage an Jesus gestellt. Und zwar steht hier, Entschuldige, nicht zwei, sondern das ist das Gespräch von der Samariterin, es ist im Kapitel 4 natürlich. Ja. Natürlich Johannes Kapitel 4, da fragt die Frau, als sie merkte, dass Jesus ein Prophet ist und als Prophet vor ihr steht, das lesen wir im Vers 19, die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und jetzt die Frage: Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet, und da weist sie auf irgendeinen Berg hin. Das war der sogenannte Berg Garizim im Norden von Israel, also in Galiläa dort. Und da sagt sie: Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet, und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten sollte. Also was ist der richtige Tempel? Und das ist die Frage. Das ist hier, die Frage ist um das gegangen. Ein Streit zwischen den Samaritern und den Juden. Und wir wissen, dass die Samariter eine jüdische Abstammung hatten, die in die Geschichte der assyrischen Gefangenschaft geht, wo die Assyrer das Land, das Nordreich Israels erobert haben und dann die Frauen dort belassen haben in diesem Land und die Männer in die Gefangenschaft geführt haben, und assyrische Soldaten und Männer sind dort eingeschleust worden, und die haben sich dann die israelitischen Frauen genommen, und daraus ist diese Mischung zwischen, also der Samariter geworden, die dann später zu ständigen Konflikten geführt hat zwischen Juden und Samaritern. Und das ist ein Konflikt, der sich heute zwischen Palästinensern und Juden eigentlich weiterführt, sehr bemerkenswerterweise. Und immer noch geht es um die Frage, was ist der richtige Tempel? Was ist das richtige Heiligtum, zu dem der Herr kommen sollte? Und da haben wir ganz deutlich, Jesus hat eine Antwort gegeben darauf, und er sagt ihr: Ihr wisset nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn so anbeten. Das heißt, Jesus hat hier interessanterweise die Samariterin von diesem buchstäblichen Tempel irgendwo weggelenkt und hat sie aufmerksam gemacht, dass es eigentlich in letzter Konsequenz nicht darauf ankommt, in welchem Tempel du anbetest, was der richtige Ort ist, was der heilige Ort ist, wo man Gott begegnet, sondern wie du Gott begegnest, wie du ihn anbetest.
dass du ihn im Geist und in der Wahrheit anbetest. Also in dem Sinn hat Jesus hier seine Gedanken irgendwo versucht, in die Richtung zu lenken. Nicht das Gebäude des Tempels ist entscheidend, sondern du als Mensch bist entscheidend. Du sollst ein lebendiger Tempel sein. Und gerade Jesus hat ja selber, und das steht im Kapitel 2, in dem Kapitel, auf das ich vorher irgendwie nicht hingewiesen habe, aber interessant ist, gerade dort in Johannes 2, nach dieser Austreibung aus dem Tempel, hat Jesus damals, wo er damals offensichtlich den Tempel reinigen wollte, was ja möglicherweise dort in Malachi 3, 1 bis 6, ist ja da von einer Reinigung des Tempels die Rede, auf das werden wir noch zurückkommen. Und da hat ja Jesus hier, als er damals kam, versucht, diesen Tempel zu reinigen, buchstäblich. Und im Zuge dieser Reinigung, wo die Leute ihn gefragt haben, im Vers 18, da hoben nun die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun darfst? Wer gibt dir das Recht, da den Tempel zu reinigen? Da den Tempel, so in dem Tempel die Leute hinauszuschmeißen und die Händler und so weiter, was Jesus dort gemacht hat, war ja eine unglaubliche Autorität. Er hat sich ja hier damit gegen das ganze jüdische Establishment, das Religiöse, aufgestellt. Man muss sich vorstellen, die Priester haben das alles zugelassen, dass dort diese Tiere verkauft werden, die Opfertiere, und dass der Geldwechsel dort stattfindet. Und Jesus schmeißt das Ganze hinaus. Das war ja eine Revolution eigentlich. Und mit dem hatte Jesus hier wirklich eine Tempelreinigung in rein äußerlich versucht zu machen. Und da war sofort die Frage nach dieser Autorität. Wer gibt dir das Recht dazu? Diesen Tempel, der für uns heilig ist, das ist unser Tempel. Wer gibt dir das Recht dazu, diesen Tempel zu reinigen? Und da gibt Jesus eine bemerkenswerte Antwort und sagt, Jesus antwortet im Vers 19, ja, und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Jetzt haben die Juden natürlich sofort geschlossen, er meint jetzt diesen Tempel, ne, diesen buchstäblichen Tempel, der da in Jerusalem stand. Aber da sprachen die Juden, und das haben sie jetzt nicht verstanden, im Vers 20, da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und dann sagt der Johannes, als er später dieses Evangelium schrieb, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wir haben es also hier mit einem anderen Tempel zu tun, nämlich mit dem Tempel des Leibes Jesu. Er, sein Leib, den stellt er hier als einen Tempel dar, in dem natürlich auch Gott wohnte, in dem der Heilige Geist wohnte. Und es ist nicht nur so, dass das, was der Paulus später dann gesagt hat, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass das nur für uns Menschen gilt, für Gläubige, sondern es ist höchst interessant, dass Jesus der Erste war, der diesen Tempel, diesen Begriff Tempel, mit seinem Leib in Verbindung gebracht hat. Ja? Also sprach er hier von einem menschlichen Leib als einen Tempel Gottes. Und jeder, der die Bibel liest, der weiß also, dass wir es in der Bibel, wenn der Begriff Tempel vorkommt, im Alten Testament wahrscheinlich immer hauptsächlich an den buchstäblichen Tempel gedacht wird, aber im neutestamentlichen Evangelium und in der neutestamentlichen Schrift, also in den neutestamentlichen Büchern und Briefen des Paulus vor allen Dingen, kommt der Gedanke sehr stark herein, und hier Jesus war offensichtlich der Erste, der diesen Gedanken so übernommen hat, dass dieser Begriff Tempel jetzt auch auf einen einzelnen Menschen übertragen werden kann. Oder auf die ganze Gemeinde, wie das dann Paulus später im Korintherbrief getan hat. Und das ist eine bemerkenswerte Sache, und das hat offensichtlich der Bruder, der Glaubensbruder, der mich diese Woche angerufen hat, während der Sendungen, die er da gehört hat, irgendwo im Hinterkopf mitgedacht. Und er hat mich angerufen und hat mir die Frage gestellt, du Bruder Krakulinik, sagt er, als ich mir diese Vorträge von letzten Donnerstag angehört habe, ich habe sie mir gleich zweimal angehört, als ich mir das angehört habe und du da von dem Tempel gesprochen hast, zu dem da Jesus kommen sollte, und an die anderen Stellen, die wir dann noch durchgegangen sind, da ist mir immer mehr der Gedanke gekommen, ob Jesus vielleicht gar nicht vom buchstäblichen Tempel spricht, sondern ob er vielleicht hier vom geistlichen Tempel spricht.
dass Jesus hier vielleicht in Malachi 3,1 und auch in den anderen Texten, die wir dann gelesen haben, die wir uns heute noch einmal anschauen wollen auch, dass Jesus da gar nicht so sehr den buchstäblichen Tempel meinte, sondern den geistlichen Tempel, vielleicht die Gemeinde oder eben der einzelne Gläubige, zu dem er kommen möchte. Und diese Frage ist sicherlich sehr interessant. Ich habe natürlich versucht, ihm dort eine Antwort zu geben. Und ich danke dem Bruder noch einmal für diese Fragestellung. Ich denke, dass sie für uns alle interessant sein kann. Und ich möchte diesen heutigen Abend auch um diese Frage irgendwie gestalten. Das heißt, worum geht es in diesen alttestamentlichen Stellen bei diesem Tempel? Ist es möglich, dass es dort in Malachi 3,1 auch um den geistlichen Tempel, sich um einen geistlichen Tempel handeln kann? Schlagen wir diese Stelle jetzt noch einmal auf. Malachi 3, Vers 1. Wenn da steht hier, siehe, ich will, und so beginnt ja dieser Text. Wir müssen ja den Text immer im Zusammenhang lesen und nicht einfach irgendwo einen Gedanken aus einem Text oder aus einem ganzen Kapitel dann herausreißen und darauf ein theologisches Gebäude zu bauen, nicht? Das dürfen wir nicht machen. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr. Könnte es sein, dass hier ein geistlicher Tempel gemeint ist? Und ich möchte diesen Glaubensbruder vielleicht darauf aufmerksam machen und euch alle, dass die Grundidee gar nicht so weit hergeholt sein muss. Denn es ist sehr bemerkenswert für uns als Adventisten, wenn wir die Bibel lesen und auch das Schriftstellung von Ellen White mit einbeziehen, möchte ich euch aufmerksam machen, dass zum Beispiel in dem Buch Der große Kampf, wenn ihr dieses Buch habt, auf Seite 427 könnt ihr einen Abschnitt finden, wo Ellen White vom Untersuchungsgericht spricht, das am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu stattfinden wird und von dem wir ja überzeugt sind, aufgrund der prophetischer Berechnungen, die es im Buch Daniel gibt, von den 2300 Abend und Morgen, dass ab 1844 dieses Untersuchungsgericht stattfindet und wir das auch dort im Zusammenhang mit Daniel 8,14 mit der sogenannten Reinigung des Heiligtums in Verbindung bringen, die vor dem Kommen Jesu stattfinden sollte. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass wir hier in diesem Malachi-Text von einem Kommen des Herrn die Rede haben, mit dem aber auch eine Reinigung des Tempels einhergeht. Eine Reinigung nicht nur des Tempels, sondern wir haben auch hier im Vers 3, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es ist sehr bemerkenswert, dass zum Beispiel in dem Buch Der große Kampf auf Seite 427, könnt ihr nachlesen, da bringt Ellen White mitten in diese Thematik, wo sie dort das Untersuchungsgericht beschreibt, das jetzt ab 1844 stattfindet, bringt sie diese Stellen des Malachi dort hinein und bringt sie dort in Verbindung mit dieser Reinigung des Heiligtums, wie es auch in Daniel 8,14, wo auch in Daniel 8,14 davon die Rede ist, nach 2300 Abend und Morgen, da soll das Heiligtum wieder gereinigt werden. Und daraus stellt sich erst recht die Frage, um welches Heiligtum wird es da gehen, dass da gereinigt wird? Oder um welches Heiligtum geht es jetzt schon? Und selbst darüber ist ja unsere Theologie gespalten und auch die Theologie im Christentum. Die evangelikale christliche Welt zum Beispiel würde diesen Text in Daniel 8, Vers 17, Daniel 8, Vers 14, wo es heißt, nach 2300 Abend und Morgen soll das Heiligtum wieder gereinigt werden,
gibt es Auslegungen in charismatischen Büchern und in evangelikalen Endzeitbüchern, wo diese ganze Thematik von Israel bearbeitet wird, dass man hier eine Wiedererstellung des dritten Tempels in Jerusalem sieht. Dass die Reinigung des Heiligtums mit einer Reinigung des Landes zu tun haben würde und dieses Tempelplatzes von fremden Völkern, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Da gibt es eigene interessante theologische Abhandlungen darüber, wo man schon im Zusammenhang mit der Gründung des Judenstaates diesen Text in Daniel 8,14 mit der Wiedererrichtung des jüdischen Staates, mit der Gründung des jüdischen Staates in Verbindung gebracht hat und in weiterer Folge dort auch letztendlich den Wiederaufbau des Tempels mit hinein interpretiert hat. Sehr bemerkenswert. Wir als Adventisten, in unserer Theologie wird davon gesprochen, dass dieses Heiligtum, das da in Daniel 8,14 gemeint ist und das gereinigt werden soll, die einen sagen, das ist das himmlische Heiligtum, wo also im Himmel eine Reinigung stattfinden wird, die Jesus durchführen wird im Untersuchungsgericht. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, das ist nicht nur ein Heiligtum, das den Himmel meint, sondern das ist auch gleichzeitig das Heiligtum auf Erden. Das heißt, der geistliche Tempel, die Gemeinde, die gereinigt werden sollte, zu der Jesus kommen wird. Und wenn ihr euch erinnert, in Daniel 7 ist er von diesem Untersuchungsgericht, von diesem Gericht die Rede, wo der Menschensohn in Daniel 7,13 könnt ihr das nachlesen, wo der Menschensohn in einer Wolke zu dem Alten gebracht wird, vor ihm gebracht wird, in diesem Gerichtssaal. Also, es wäre einfach irgendwo, es wäre durchaus möglich, dass man diese Texte zusammenträgt und sagt, er könnte dieses Kommen zu seinem Tempel, von dem hier die Rede ist, auch das meinen, was Daniel 7, Vers 13 meint, wo der Menschensohn zu seinem Tempel kommt und er meint es aber nicht der buchstäbliche Tempel damals in Jerusalem, sondern dort meint es zu seinem Tempel, das heißt in das Allerheiligste, wo das Untersuchungsgericht stattfinden sollte seit 1844, nach 2300 Abend und Morgen. Also für alle jene, die diese Prophezeiung schon studiert haben, glaube ich, sind die Zusammenhänge hier verständlich einmal. Aber das ist die Frage. Und es ist möglich, dass der Bruder, der mir diese Frage gestellt hat, so ein bisschen diese Gedanken im Hintergrund hatte. Und da deshalb auf diesen Gedanken kam, könnte es hier in Malachi 3 nicht auch in diesem Sinne von diesem Tempel die Rede sein. Und ich möchte es noch einmal sagen, wenn wir in den großen Kampf auf dieser Seite 427 lesen, dort wo Ellen White vom Untersuchungsgericht spricht, werdet ihr eindeutig merken, dass sie hier diese Texte von Malachi 3, 1 bis 5, durchgeht und sie mit einbaut in dieses Untersuchungsgerichtsgeschehen. Das wird uns zur Frage führen, letztendlich hat Ellen White hier in ihrer Deutung dieses Textes eine exegetische Auslegung gebracht, dieses Abschnittes, oder hat sie diesen Abschnitt hier in einer zweiten Möglichkeit übertragen? Das, was hier steht, als eine zweite Deutung dann in Verbindung mit dem Untersuchungsgericht gebracht hat. Und wenn wir die Bibel und auch Ellen White richtig studieren werden, dann werden wir merken, dass sie das genau gemacht hat. Dass sie genauso diesen Text ursprünglich mit dem in Verbindung bringt, was auch Jesus im Neuen Testament macht. Und was die Schreiber der Evangelium gemacht haben, dass sie diese Stelle nämlich mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht haben und mit dem Kommen Jesu zu seinem buchstäblichen Tempel damals. Aber dass dann die Möglichkeit besteht, das Ganze auch in eine zweite Dimension zu übertragen. Und das wird auch damit in Verbindung stehen, dass wir draufkommen werden, dass dieser Bote, von dem hier die Rede ist, der am Schluss, ja, im Vers 23 als Elia bezeichnet wird, denn das ist ja der gleiche.
Malachi 3, Vers 1, wenn hier steht, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, ist das der gleiche wie in der Malachi 3, Vers 23, wo es heißt, sieh, ich will euch senden, den Propheten Elia. Das heißt, dieser Bote trägt letztendlich den Namen Elia. Und offensichtlich habt ihr schon herausgehört aus dem, was wir bisher gemacht haben, dass es ja durchaus möglich ist, dass dieser Elia, der da kommen soll, dieser Bote, der da kommen soll, sich in Johannes dem Täufer schon erfüllt hat, aber noch nicht seine letzte Erfüllung gefunden hat, dass dieser Elia, ohne dass das jetzt buchstäblich der Johannes des Täufers wieder sein musste, aber dass es einen endzeitlichen Elia geben wird, wo sich diese Prophezeiung noch einmal erfüllen würde. Das könnte sich jetzt sowohl auf Malachi 3, 1 bis 5 beziehen, aber auch auf Malachi 3, 23 bis 24, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und darüber wollen wir heute unsere Gedanken eben weitermachen. Deshalb stellen wir uns ganz konkret noch einmal die Frage, wer ist also, um sicher zu sein, dass wir hier eine richtige Deutung dieses Textes vornehmen, und ich habe euch durch diese Einführung hier in diese Problematik auch gleichzeitig gezeigt, dass wir es uns nicht einfach machen können, diese Stelle zu deuten, und dass wir hier bei der Deutung auch innerhalb des Christentums, innerhalb des Judentums und auch innerhalb anderer christlichen, ja einfach charismatischen, kleineren Gruppierungen, größeren Gruppierungen, große Auseinandersetzungen haben. Deshalb gehen wir noch einmal systematisch an diesen Text heran, stellen uns die Frage, wer ist erstens der Bote, von dem hier in Malachi 3, Vers 1 die Rede ist? Wer ist der Herr, von dem die Rede ist, den ihr sucht? Wer ist der Engel des Bundes, den ihr begehrt? Das sind diese Begriffe, die wir haben. Und was ist mit diesem Tempel gemeint, zu dem er kommen soll? Geht es hier um das erste Kommen dieses Boten, der vor ihm den Weg bereitet? Oder geht es um das zweite Kommen dieses Boten und gleichzeitig das erste Kommen Jesu oder das zweite Kommen Jesu? Wenn wir diesen Text hier einmal durchgehen, und ihr habt den Text ja sicher schon durchgelesen, habe ich auch den Auftrag gegeben, dass ihr euch das Kapitel einmal genau anschaut, da werdet ihr von einem ersten und von einem zweiten Kommen kein Wort finden. Der Text liest sich hier so, als würde er sich einzig und allein in einer einmaligen Geschichte erfüllen. So steht das hier. Wenn man aber möchte, kann man hier aus diesem Text nicht unbedingt das erste Kommen herauslesen, sondern sehr wohl das zweite Kommen. Denn wenn wir gleich den Vers 2 lesen, da steht hier, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Also von welchem Kommen ist hier die Rede, wenn das so ausgedrückt wird in der Bibel? Ich glaube, jeder von uns, jeder, der die Bibel im Alten Testament liest und der die Bibel auch vom Neuen Testament her kennt, der wird wissen, dass das eine Aussage ist, die uns eigentlich an das zweite Kommen Jesu irgendwo erinnern sollte oder auf das zweite Kommen Jesu hinweisen sollte. Und da könnte man sich die Frage stellen, gibt es irgendwo anders in der Bibel, im Alten oder im Neuen Testament, diese Frage, und wer wird bestehen, wenn er erscheinen wird? Für gute Bibelkenner, und das sollten ja Adventisten vor allen Dingen sein, die werden bei diesem Text wahrscheinlich sofort an eine Stelle in der Offenbarung erinnert werden, und zwar in Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Und da geht es hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte des siebten Siegels. Oder Entschuldige, nicht das siebte Siegel, sondern das sechste Siegel. Und da wird er am Ende des Kapitels 6 dieses sechste Siegel beschrieben. Ab Vers 12 können wir das lesen. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geht es um das Lamm, das da das versiegelte Buch in der Hand hat und die sechs Siegel löst. Und da steht, und als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack und der Mond ward wie Blut.
Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom großen Wind bewegt wird. Also das ist eindeutig, wenn man das liest, ohne schon eine vorgefasste Auslegung zu haben, dann ist das eindeutig irgendwo Endzeitstimmung, ja, Endzeitereignisse. Sonnenfinsternis, Erdbeben, ein großes, ja, eine dichte Finsternis, die Sterne fallen vom Himmel. Und dann heißt es gleich im Vers 14, und der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer Stätte. Also absolut Endzeit, wie wir das sehen. Ja? Und dann heißt es hier, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes, da kommt jemand, da kommt der Herr in seinem Zorn, da kommt der Herr zu richten. Und in Malachi haben wir dort gelesen, wer wird den Tag seines Zorns ertragen können, wenn er den Tag des Herrn ertragen können, wenn er kommt. Und das steht hier im Vers 17, denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Das ist im Grunde genommen die gleiche Frage, die wir dort in Malachi 3, Vers 2 haben, wenn ihr diesen Zusammenhang jetzt richtig beachtet. Also hätten wir eigentlich hier eine Möglichkeit, und diesen Text absolut endzeitlich zu deuten. Malachi 3, 1 bis 2. Dann müsste man sagen, ist dieser Bote, von dem hier die Rede ist, das würde dann auf Johannes den Täufer nicht mehr passen. Und dann würde der Herr, der da zu seinem Tempel kommt, natürlich nicht mehr passen, dass er da zu seinem buchstäblichen Tempel kommt nach Jerusalem. Sondern dann würde das bedeuten, dass der Herr, ja, hier wäre ja die Frage, wenn Jesus dann kommt, kommt er dann auch zu seinem Tempel? Das wäre jetzt hier nur mehr möglich. Entweder das im Sinne des Untersuchungsgerichtes zu sehen, im Sinne von Daniel 7,13, wo der Menschensohn zum Alten in den Tempel, in den himmlischen Tempel gebracht wird. Oder, wenn Jesus wiederkommt, müssten wir uns ja auch fragen, wird Jesus dann trotzdem auf dieser Erde einen Tempel haben, zu dem er kommt? Die evangelikale Welt, die jüdische Welt, glaubt hier ganz sicher, dass es ein buchstäblicher Tempel sein wird, der in Jerusalem stehen wird, zu dem er kommen wird. Wir würden aber glauben, wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, wird da in Jerusalem kein Tempel mehr stehen. Der steht heute nicht und der wird auch in Zukunft nicht stehen. Aber es ist jetzt eine Behauptung, die ich einfach aufstelle, in der mir viele andere Christen widersprechen würden. Denn die würden jetzt genau diesen Text und andere Texte eben anders deuten. Und das ist genau der Konflikt, vor dem wir stehen. Ich würde persönlich meinen, dass wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, wird er keinen buchstäblichen Tempel auf dieser Erde finden, zu dem er kommt, aber er wird zu einer Gemeinde kommen, die als lebendiger Tempel sich vorbereitet hat für sein Kommen. Und bei seinem Kommen wird dieser Tempel, diese Gemeinde Gottes, dieser heilige Tempel, der von Gott vorbereitet werden würde, diese Stellen, die wir jetzt hier lesen, haben ja eine Vorbereitungszeit. Da wird ja der Tempel gereinigt, da werden die Söhne Levi gereinigt. Wenn wir das auf die Endzeitsituation übertragen, dann muss das wohl bedeuten, dass wir es hier mit einem Bild zu tun haben, wo es um eine Reinigung auch der Gemeinde geht. Nicht nur eine Reinigung eines himmlischen Tempels, wo da oben irgendwas passiert, das mit uns da herunten nichts zu tun hat, auf Erden, sondern wo eine Gemeinde gereinigt wird, vorbereitet wird auf das Kommen des Herrn, auf die Entrückung, und Jesus wird damit bei seinem Kommen nicht zu seinem Tempel buchstäblich kommen auf diese Erde, sondern er wird seinen geistlichen Tempel entrücken. Und da haben wir ein interessantes Bild, das ich hier schließen könnte, wo man sagen könnte, also könnte diese Stelle natürlich auch in diesem Sinne von einem geistlichen Tempel sprechen. Aber ist es das wirklich? Das würde ja bedeuten, dass dieser Bote, von dem da die Rede ist, eben nicht Johannes der Täufer ist
Und der Herr, der da zu seinem Tempel kommt, wie schon vorhin gesagt, dann nicht Jesus war, der damals zu seinem Tempel kam, dass sich diese Prophezeiung damals nicht erfüllte. Aber wenn das jemand behaupten würde, und ich sage das jetzt einmal so, tatsächlich gibt es bibelgläubige Menschen, die diese Behauptung aufstellen würden und ganz sicher aufstellen, dass diese Stelle nichts mit Johannes dem Täufer und nichts mit Jesus zu tun hat. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt erstaunt sein, aber fragt einmal einen Juden, wie er diese Stelle führt, und ich möchte jetzt von bibelgläubigen Juden sprechen, ja, die ihr Altes Testament kennen, die das Alte Testament studieren und die ihren Glauben immer noch auf das Alte Testament aufbauen. Fragt einen Juden und versucht einen Juden zu erklären, ob es ein einfacher Jude ist oder einen jüdischen Rabbi oder Schriftgelehrten, dass diese Stelle sich in Johannes dem Täufer damals vor 2000 Jahren und in Jesus erfüllt hat. Und da werdet ihr merken, welche Probleme er damit hat und welche Probleme ihr damit bekommt, ihm das verständlich zu machen. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Das ist genau diese Streitsituation, in der wir stehen, und die hat politisches Potenzial, wie ihr wisst. Ich könnte jetzt sagen, das hat trotzdem mit dem Johannes dem Täufer was zu tun, aber welche Beweisführung habe ich? Und die Beweisführung haben wir eigentlich das letzte Mal schon angeführt. Für uns ist der Beweis dafür, dass sich diese Prophezeiung erfüllt hat, in dem, was Johannes der Täufer über sich selbst sagte und was vor allem Jesus und auch die Schreiber des Evangeliums über diesen Text sagten. Und ihr erinnert euch, Jesus hat in Matthäus 11, und jetzt kommen wir noch einmal zu dieser Stelle, in Matthäus 11, und das ist sehr bemerkenswert, schauen wir uns an, dass Jesus immer wieder auf diese Stelle gekommen ist, also zweimal ist er auf diese Stelle eingegangen, also zweimal wird das berichtet jedenfalls im selben Zusammenhang. Matthäus 11, da ist dieses Thema, wo diese Jünger vom Johannes gekommen sind, und erinnert euch, wir haben das ja schon ein paar Mal gelesen. In Vers 10 sagt Jesus von Johannes dem Täufer: Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die vom Weibe geboren sind, ist keiner auferstanden, der größer sei als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Da steht hier in Matthäus 11, wo Jesus also ganz klar diese Stelle in Malachi 3,1 in Johannes dem Täufer als erfüllt sah. Und gleich in den Text weiter, denn im Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes, und so ihr es wollt annehmen, er ist der Elia, der kommen soll. Also, er ist der Bote und er ist der Elia. Das hat Jesus hier eindeutig gesagt. In der Parallelstelle in Lukas 7, schlagen wir diese Stelle vielleicht auch noch auf, weil wir dann gleich dort etwas weiterlesen noch. In Lukas 7, Vers 24, da geht es um dieselbe Situation, die hier Lukas berichtet. Aber es ist interessant, die Weiterführung geht etwas anders als wie bei Matthäus dort. Und da hat Jesus auch gesagt, in Vers 26, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Johannes der Täufer. Das hat Jesus von keinem anderen Propheten gesagt. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der da bereiten soll deinen Weg vor dir. Und noch einmal, ich sage euch, dass unter denen, die vom Weibe geboren sind, keiner größer ist als Johannes, der aber der Kleinste ist vom Himmelreich, der ist größer als er. Und wie haben die Juden darauf reagiert? Da steht jetzt hier, Vers 9, 29, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Also merkt ihr, da war das Volk, ein großer Teil des Volkes, darüber haben wir auch in einem vergangenen Thema schon gesprochen, die haben jetzt dieses Zeugnis Jesu gehört, wie er vom Johannes geredet hat, als einen Propheten, der größer ist als je ein Prophet war und der die Erfüllung von Malachi 3,1 war. Und diese Prophezeiungen haben ja die Juden im Alten Testament, mussten sie ja gekannt haben. Und jetzt geben sie Gott recht, das heißt, wenn das hier steht, sie geben Gott recht, sie haben eigentlich dem Johannes dem Täufer recht gegeben in seiner Verkündigung, und wer ihm recht gegeben hat, der hat Gott recht gegeben.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Ausdrucksweise, das uns dazu führen sollte, zu verstehen, wenn jemand die Wahrheit verkündigt im Namen Gottes und er legt die Schrift richtig aus, dann ist es nicht wie wenn nicht als ein menschliches Wort, das wir hier annehmen oder ablehnen, sondern dann ist es ein göttliches Wort, das wir entweder annehmen oder ablehnen. Und das hat ja auch Jesus sehr deutlich gesagt, dass er seine Jünger ausgesandt hat und gesagt hat, wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer euch aufnimmt und euer Wort, der nimmt mich und euer Wort auf. Also das sind so Zusammenhänge. Aber im Vers 30 lesen wir diese bekannte Stelle, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eigentlich die Bibel richtig kennen sollten und die wahrscheinlich diese Prophezeiung von Malachi besser gekannt haben als das Volk. Was steht von ihnen? Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Damit haben sie auch zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht glauben, dass Johannes der Täufer der Bote war und deshalb auch nicht geglaubt haben und nicht glauben konnte, dass Jesus dann dieser Herr sein sollte, der zu seinem Tempel kommen sollte, von dem in Johannes dem Täufer, von dem in Malachi 3, Vers 1 die Rede ist. Und da können wir mit Recht die Frage stellen, wer hat denn schon damals den Tag seines Kommens ertragen können? Die Schriftgelehrten offensichtlich nicht. Und letztendlich ist es den Schriftgelehrten gelungen, selbst das Volk so weit zu bringen, dass sie dann diesen Herrn, der zu seinem Tempel kam, verworfen haben und letztendlich geschrien haben, kreuzige ihn. Sehr bemerkenswert. Und jetzt im Nachhinein kommt man zu dem Schluss, dass eben diese Prophezeiung sich nicht in Johannes dem Täufer und sich nicht in Jesus erfüllt hat. Aber nach dem, was Jesus hier gesagt hat, halten wir einmal fest, Jesus hat sich eindeutig dazu bekannt, dass diese Prophezeiung von Malachi 3, Vers 1 und 2, und das wir dort gelesen haben, sich in Johannes dem Täufer erfüllt hat. Er war der Bote, er war dieser Elia, und gleichzeitig hatte Jesus an einer anderen Stelle gesagt, er ist der Elia, der da kommen soll. Ah, nicht der Elia, er ist die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und das lesen wir besonders bei Markus. Der Evangelist Markus hat nämlich hier diese beiden Prophezeiungen von der Stimme des Predigers und von dem Boten in einem Text zusammengefasst. Schlagt auf in Markus gleich das erste Kapitel, das ist die Einleitung zum Buch Markus, wo wir hier lesen, Markus 1, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der da bereitet den Weg. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Herrn den Weg, macht seine Stege richtig. Achtet, hier werden zwei Prophezeiungen zusammengefasst. Die erste, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der da bereitet den Weg. Und es ist interessant, dass Markus hier sagt, wie geschrieben steht in Jesaja. In Jesaja steht aber nicht drin, ich sende meinen Boten vor dir her, sondern in Jesaja steht die Stelle drinnen, siehe, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Also eigentlich müsste man hier sagen, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja und im Propheten Malachi. In den Parallelstellen werden auch diese beiden Stellen in den meisten Bibeln dort angekündigt, wie ihr merkt. Ja, das könnt ihr selber beobachten. Und da ist dann von Johannes dem Täufer die Rede. Johannes der Täufer war in der Wüste. Das heißt, wenn wir jetzt hier das in diesem zusammenfassen, das Neue Testament lässt keine Zweifel übrig, dass sich sowohl Jesaja 40, Vers 3 und 4, die wir schon angeschaut haben, diese Prophezeiung von der Stimme des Predigers, Malachi 3, 1, der Bote, der kommen soll, und der Elia, der kommen soll, sich in Johannes dem Täufer erfüllt hat. Und wenn dieser Bote sich in Johannes dem Täufer erfüllt hat, dann muss auch dieser Herr sich, dann muss auch diese Prophezeiung des Herrn, der zu seinem Tempel kommt, sich wohl auf Jesus bezogen haben, der damals
aber zu seinem buchstäblichen Tempel gekommen ist. Denn der Tempel stand damals noch. Und was wollte er in diesem Tempel? Das stand ja auch im Buch in Malachi. Das, was hier steht, wenn da im Vers 2 steht, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Das klingt zwar so, als würde das schon der Tag des Gerichts sein, und war es aber damals offensichtlich nicht. Und trotzdem kam Jesus zu seinem Tempel, um zu schmelzen. Das steht eben im Vers 2, denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Jetzt, das, was hier steht, wird doch Jesus nicht bei seinem zweiten Kommen tun. Wenn er das zweite Mal kommen wird, buchstäblich, dann muss er die Gemeinde, das Volk Gottes, der geistliche Tempel bereits gereinigt worden sein. Das ist ja die Arbeit, die vor seinem Kommen stattfinden sollte. Aber wenn wir das jetzt auf das erste Kommen Jesu übertragen, was Jesus damals gemacht hat, dann wissen wir sehr wohl, dass Jesus hier nicht zum Gericht gekommen ist oder noch nicht. Er hat ja ausdrücklich gesagt, ich bin nicht gekommen zum Gericht, sondern zur Rettung der Menschen. Und das, was Jesus dann wollte, zur Rettung der Menschen, das war, dass er eben die Söhne Levi reinigen wollte. Und wer sind jetzt diese Söhne Levi? Die müsste man ja natürlich auch definieren. Die Leviten, die Söhne Levi, das waren ja die, die im Alten Testament von Gott erwählt wurden, um den ganzen Heiligtumsdienst zu gestalten. Und eine Familie aus diesem Stamme Levi, das war die Familie des Aaron, die hatte den Auftrag gehabt und die besondere Berufung gehabt, den Priesterdienst in diesem Tempel zu machen. Also, was hier angesprochen wird, da steht jetzt hier nicht, dass er gekommen ist, um das jüdische Volk zu reinigen als Ganzes oder die Gemeinde als Ganzes zu reinigen. Das ist eigentlich hier nicht so vordergründig, sondern die Söhne Levi. Und das gibt den Gedanken wieder, dass Gott in erster Linie die Absicht hatte, dass hier die Prophetie in diese Richtung ging im Alten Testament, dass speziell die geistliche Elite, das heißt die geistlichen Führer, die Gott sich selbst erwählt hat zum Dienst im Heiligtum, zum Priesterdienst, dass sie das Volk lehren, auch Priester Gottes zu werden und ein heiliges Volk zu werden, dass Gott diese Priester und diese Leviten, die das Volk eigentlich zu lehren hatten in der Schrift, reinigen wollte. Und jetzt müsste man fragen, war das tatsächlich damals das Anliegen, das Jesus hatte, als er das erste Mal kam, als Johannes den Weg vorbereitet hatte? Da werden wir merken, nicht erst Jesus hat angefangen, die Söhne Levi zu reinigen, sondern das war ja schon auch das Werk des Wegbereiters Johannes. Denn seine Botschaft richtete sich ja ganz konkret an die jüdische Geistlichkeit damals, an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denen hat er eine ganz klare Botschaft verkündigt, indem er gesagt hat, ihr Otterngezüchte, ihr Schlangenbrut, nicht? Wer hat euch denn unterrichtet und gewiesen, dem Zorn Gottes zu entgehen? Tut rechtschaffene Früchte der Buße. Das heißt, Johannes der Täufer hat eine ganz klare Botschaft an die Pharisäer und Schriftgelehrten gehabt. Und vorhin haben wir im Lukas diese Stelle gelesen, dass sie genau deshalb, weil er so klar mit ihnen gesprochen hat und weil er sie auch ihres Irrtums überzeugen wollte, dass sie dann nicht geglaubt haben und sich nicht taufen haben lassen. Das heißt, sie haben sich nicht reinigen lassen, weil sie diese Botschaft von Gott nicht angenommen haben. Wir müssen uns die Frage eigentlich stellen, könnte es sein, dass, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass dieser Elia, dieser Bote, auch ein zweites Mal kommen würde und ebenfalls durch diesen Boten eine Reinigung der letzten Gemeinde stattfindet, die sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet und von der auch Ellen White im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgericht spricht, dass auch dort in erster Linie die geistliche Führung gereinigt werden sollte? Oder muss man davon ausgehen, dass die geistliche Führung der Endzeitgemeinde keiner Reinigung bedarf?
Das ist eine Frage, die sich jeder, der Verantwortung trägt in einer Gemeinde, die sich als Gemeinde der Übrigen nennt, eigentlich stellen müsste. Aber darüber werden wir dann noch deutlicher sprechen können, wenn wir dann unser Thema so weit führen werden, dass wir dann von diesem endzeitlichen Elia, von diesem endzeitlichen Boten sprechen, der kommen wird, um dieses Reinigungswerk auch zu vollbringen. Eines ist sicher, Jesus wird bei seinem zweiten Kommen kein Reinigungswerk mehr tun, sondern nur mehr eine Trennung zwischen Gut und Böse vollziehen. Folgedessen muss auch am Ende das Reinigungswerk, von dem hier auch die Rede ist, in einem übertragenen Sinn, vorher geschehen, nämlich durch das Wirken des Elia, der da kommen sollte. Und da meine ich, dass da auch diese Parallele von Johannes dem Täufer eine gute Parallele ist, die auf diese Reinigung sehr gut angewendet werden kann. Das geistliche Volk, das jüdische Volk sollte gereinigt werden, damit es heilig werden kann, den Heiden das Evangelium zu bringen. Und allen voran sollten die, die im Tempel den Dienst gemacht haben und für die heiligen Aufgaben von Gott berufen worden sind, gereinigt werden. Das wollte Jesus. Das war hier auch prophezeit, dass das geschehen sollte, bevor der große Tag kommen sollte. Und wo dann die Frage gestellt wird, wer wird dann seinen Tag ertragen können? Aber wie ist es Jesus ergangen, als er das machte? Das haben wir vorhin gerade gelesen. Man hat ihm gleich die Frage gestellt, wer gibt dir das Recht dazu? Woher nimmst du die Autorität, einen Tempel zu reinigen? Da ging es um den buchstäblichen Tempel. Natürlich hat Jesus mit dem buchstäblichen Tempelreinigung natürlich auch die geistliche Reinigung vollziehen wollen, die an den Führern dieses Tempels tun wollte. Jedenfalls kann man sagen, wie kann man diese Frage beantworten? Wer hat damals diesen Tag, an dem Jesus kam auf diese Erde, auch mit Johannes dem Täufer vor ihm, wer hat diese beiden Männer Gottes, die Gott gesandt hat, um das Volk zu reinigen und von ihren Sünden frei zu machen, von ihren Sünden zu lösen oder zu erlösen, wer hat dieses Kommen ertragen können? Sowohl des Boten, möchte ich jetzt nochmal sagen, als auch des Messias, der da kam. Und eigentlich haben wir die Antwort schon gegeben. Beide haben dasselbe Schicksal erlebt. Beide wurden verworfen vom Volk. Und heute, nach dieser Verwerfung, stellen natürlich die Juden, die schon damals nicht mehr der Überzeugung waren oder nie der Überzeugung waren, dass sich in diesen beiden diese Prophezeiung erfüllt hat, heute, nach 2000 Jahren, stellt dasselbe jüdische Volk und die jüdische Theologie, die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer gibt es ja in dem Fall nicht mehr, sondern Rabbis nennt man sie heute, ja, stellen uns Christen natürlich die Frage, wie wir sagen können, dass sich diese Prophezeiung in Johannes dem Täufer und in Jesus erfüllt hat. Denn ihr Argument geht in die Richtung, dass sie sagt, wo ist denn das Volk gereinigt worden? Wenn das Jesus und Johannes der Täufer der Bote gewesen wäre, ja, dann wo bleibt dann die Verheißung, die da im Vers 3 am Schluss steht? Dann werden sie den Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meinägende und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Jeder jüdische Rabbi wird euch und uns Christen die Frage stellen, wenn ihr glaubt, dass Jesus der Messias war, der da zu seinem Tempel damals kam und Johannes der Bote war, dann müsste ja eigentlich eine Reinigung des jüdischen Volkes stattgefunden haben und das Gericht für alle, die sich nicht reinigen lassen, schon längst gekommen sein. Und jeder Jude gibt heute zu, dass sein eigenes Volk noch nicht gereinigt ist und weil es noch nicht gereinigt ist,
kann auch der Messias noch nicht kommen. Und gleichzeitig wird natürlich darauf verwiesen, dass der Messias auch deshalb nicht kommen kann, weil es auch keinen Tempel gibt. Der Tempel existiert ja nicht mehr. Dieser Tempel, in dem Jesus damals, zu dem Jesus damals kam, und über den es ja im Alten Testament wunderbare Verheißungen gibt, auf die werden wir heute nicht mehr zu sprechen kommen, die werden wir uns das nächste Mal genauer anschauen, welche Verheißungen Gott für diesen Tempel gegeben hat, für diesen buchstäblichen Tempel, bevor er dann Verheißungen gegeben hat im Neuen Testament für den geistlichen Tempel, der im Neuen Testament dann erstehen sollte. Aber da müssen wir auch erst die Frage stellen, warum gab es denn im Alten Testament so wunderbare Verheißungen, zunächst für den buchstäblichen Tempel, die sich dann offensichtlich scheinbar, nicht nur scheinbar, sondern offensichtlich nicht erfüllt haben, dass es dann zu einem geistlichen Tempel erst gekommen ist, war das grundsätzlich schon von Haus aus der Plan Gottes? Oder können wir nicht davon ausgehen, dass Gott nicht nur damals schon, also nicht, dass die jetzt im Neuen Testament einen geistlichen Tempel haben wollte, sondern dass er schon damals im Alten Testament nicht nur einen buchstäblichen Tempel haben wollte, der heilig ist und der Gott wohlgefällig ist und in Gott wohlgefälliger Dienst stattfindet, sondern wo auch schon damals Gott im Volk den heiligen Tempel sehen wollte und erkennen wollte und finden wollte. Tatsache ist, dass das nicht möglich war, und heute sagen die Juden, deshalb kann auch Johannes der Täufer und Jesus niemals der Messias gewesen sein. Diese Prophezeiung würde sich also erst nach jüdischer Theologie heute und nach zionistischen Erwartungen erst in Zukunft erfüllen. Deshalb, und ich habe ja da über dieses Thema schon an anderer Stelle gesprochen, ich möchte euch hier darauf aufmerksam machen, auf die CD und auch die Studien, die in Hope and More zu finden sind. Also auf unserer Homepage Hope and More könnt ihr dort über dieses Thema eine CD finden, über den Nahostkonflikt. Da habe ich mehrere Vorträge darüber gehalten, wo ich auf nähere Details eingegangen bin, wie die Juden zum Beispiel hier diesen zukünftigen Tempel erwarten aufgrund dieser Stelle. In Malachi 3,1, auf diese Stelle bezieht man sich heute noch, auch im Judentum, und sagt, der Herr, der Messias, wenn er kommt, dann wird er zu seinem Tempel kommen, aber dann setzt das auch voraus, dass vorher ein Tempel hier existiert. Und wir wissen ja, zurzeit existiert dort kein Tempel, zurzeit existiert dort eine arabische Moschee, und die muss weg, damit dort der Tempel wieder gebaut werden kann. Ich habe über diese Themen in diesem Nahostkonflikt gesprochen. Unter M38 könnt ihr dort unter den prophetischen Themen zum Thema Tod Jesu und Opfertheologie könnt ihr diese Thematik über den Nahostkonflikt finden. Und einige von euch haben das sicher schon gehört, aber für die, die das jetzt vielleicht hören, möchte ich aufmerksam machen, dass dort dieses Thema schon sehr behandelt ist. Ich möchte euch hier nur aufmerksam machen auf etwas sehr Interessantes. Nicht nur die Juden warten auf einen Wiederaufbau eines dritten Tempels, wir sprechen also in dem Fall vom dritten Tempel. Der erste Tempel war der Tempel des Salomo, der zerstört wurde, 70 Jahre Gefangenschaft. Dann kommt der Wiederaufbau des Tempels, in dem dann Jesus 600 Jahre später aufgetreten ist und dort diesen Tempel reinigen wollte. Und weil sie sich nicht reinigen haben lassen, wurde dieser Tempel wieder zerstört, wie es Daniel vorausgesagt hat. Und jetzt spricht man aber trotzdem von einem dritten Tempel. Im Judentum wird ein dritter Tempel erwartet, und auch die ganze Evangelikale und Großteil, also ein großer Teil von evangelikalen Christen und charismatischen Christen erwarten das ja auch. Und die Juden, die Moslems erwarten natürlich dort das Kommen, auch das Kommen des Herrn, interessant, das Kommen des Isa, also sie glauben ja, dass Jesus dort in Jerusalem wiederkommen wird, das ist auch im jüdischen, im muslimischen Glauben so, das ist sehr bemerkenswert, aber eben die glauben, dass er dort über diese Al-Aqsa-Moschee kommen wird, und die Juden sagen, nein, da muss der Tempel hin, und das ist der Konflikt, in dem wir stehen. Jetzt gibt es aber und im Judentum auch eine Spaltung darüber, wie man diesen Tempel zu verstehen hat, zu dem dann der Herr kommen sollte oder dieser Messias kommen sollte.
Und ich habe damals in diesen Vorträgen darauf hingewiesen, dass es sieben verschiedene Erwartungen gibt im Judentum, wie man sich vorstellt, wie dieser Tempel zustande kommen sollte, in dem dann der Messias, den sie in Zukunft erwarten, kommen sollte. Und da habe ich gefunden in der jüdischen Literatur, in meinen Recherchen, die ich gemacht habe, dass eine Gruppe diese Vorstellung hat, dass der Messias erst kommt, wenn der komplette Tempel von den Juden auch unter großer Trübsal wieder aufgebaut werden wird. Und das ist sehr interessant. Im Daniel 9, Vers 27 oder 26 oder 25 schon steht da drinnen, dass dieser Tempel gebaut wird und die Stadt wieder erbaut wird, wiewohl in kummervoller Zeit. Also die Juden wissen auch, dass der Tempelbau nicht zustande kommen wird in rosigen Zeiten, dass also die Umstände, in denen der Tempel gebaut werden wird, also eine sehr schwierige Zeit sein kann. Und darauf haben sie sich auch eingestellt. Ja? Aber es gibt eben da die Vorstellung, der Messias wird nicht kommen, bevor nicht die Juden den gesamten Tempel wiederhergestellt haben. Viele Christen glauben das so und helfen, das auch finanziell zu unterstützen. Da gibt es Bücher darüber. Ich habe hier damals auch in meinen Vorträgen zum Beispiel dieses Buch besonders erwähnt, dieses Buch besonders gehabt, Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden. Ja, das könnt ihr hier sehen. Das könnt ihr euch in einem evangelikalen Buchverlag bestellen. Schaut euch mal dieses Buch an. Das ist ein kleines Buch, das ist zusammengefasst. Da bekommt man einen Überblick, wie hier diese Prophezeiungen im Alten Testament ausgelegt werden, wie hier Daniel Offenbarung ausgelegt wird und wie man das mit dieser Tempelgeschichte in Verbindung bringt. Dann gibt es eine Gruppe von Juden, die meinen, mindestens 10% muss das Volk am Tempel vorbereiten, damit der Messias dann kommt, der dann ihnen helfen würde, den Tempel bis zur Vollendung zu führen. Das heißt, mindestens 10%, das heißt, mindestens die Mauern, die Grundmauern müssten vorbereitet werden, damit dann der Herr zu seinem Tempel kommt. Eine andere Gruppe meint, dass 50% vom Tempel stehen müsste, bevor der Messias kommt. Dann eine vierte Gruppe ist der Meinung, der Messias wird selbst kommen. Erst wenn er kommt, wird er den Tempel auf wunderbare Weise bauen. Natürlich immer in einem gewissen Zusammenarbeit mit dem Volk. Und auch darüber gibt es ja im Judentum einen Streit. Wird der Tempel, müssen die Juden selber Hand anlegen am Tempel oder wird der Messias den Tempel selber bauen? Eine fünfte Gruppe sagt zum Beispiel, der Messias wird mit einem fertigen Tempel vom Himmel kommen. Das heißt, der Tempel wird fertig schon, der steht schon fertig im Himmel und wird dann vom Himmel fertig auf die Erde kommen. Das ist so ein bisschen das, was wir in der Offenbarung von der Stadt Jerusalem wissen. Im Judentum gibt es also diese Vorstellung in einzelnen Gruppen. Das sind alles verschiedene Gruppen, die oft ineinander sich streiten darüber, wie das zu verstehen sei. Also merkt ihr einen großen Streit, wie diese Prophezeiungen im Alten Testament, die von diesem Tempel sprechen, speziell hier von Malachi, wo der Herr dann kommen sollte, wie man da darüber uneinig ist. Und selbst im Christentum schlägt sich das wieder. Dann gibt es eine sechste Gruppe und das sind die meisten eigentlich oder ein großer Teil der religiösen Juden, die sagen, der Messias wird so oder so kommen, ob der Tempel steht oder nicht, der wird so und so kommen, irgendwann. Ja. Eine siebte Gruppe, die ich dann noch gefunden habe und das ist auch eine sehr große Gruppe, der Messias kommt vielleicht gar nicht mehr. Also es gibt ja heute unter den Juden auch viele atheistische Juden. Nicht alle sind fromm und gläubig und glauben an diese religiösen Vorstellungen, dass da ein Messias vom Himmel kommen würde. Es gibt unter den Juden genauso viele Leute, die evolutionistisch denken, die also nicht glauben, dass die Welt durch Gott geschaffen worden ist, obwohl sie einer religiösen Tradition immer noch huldigen, aber das ist ähnlich wie im Christentum, wo es viele gläubige Christen oder viele Christen gibt, die dem Namen nach Christen sind, aber an die Evolutionstheorie glauben. Und sobald man an die Evolutionstheorie glaubt, wo es keinen Schöpfer mehr gibt, wo der Zufall alles geschaffen hat, dort kann man auch nicht mehr an einen Gott glauben, der am Ende steht, oder einen Jesus, der auferstanden ist von den Toten und der dann am Ende wiederkommen wird und ein Himmelreich im Himmel aufrichten wird. Ihr merkt schon,
Da spielen viele Faktoren zusammen. Wir können, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, bisher in diesem Thema euch zu zeigen, in welchem Konflikt wir eigentlich stehen, wenn wir anfangen, diese Texte und gerade diese letzte Prophezeiung im Buch des Malachi in der Bibel im dritten Kapitel richtig zu verstehen, welchen religiösen und theologischen Auseinandersetzungen wir hier begegnen. Diese Auseinandersetzung, wie schon gesagt, findet nicht nur zwischen Juden und Christen statt, sondern, wie schon gesagt, in diesem Buch, das ich euch vorhin gezeigt habe, könnt ihr sehen, wie stark diese Vorstellungen und diese Erwartung, dass auch Jesus bei seiner Wiederkunft zuerst auch in Jerusalem buchstäblich erscheinen wird. Auch das ist kommt aus einer Fehlinterpretation der Stellen, die hier im Alten Testament von diesem Tempel sprechen und vom Kommen des Herrn zu seinem Tempel. Ich hoffe, dass es mir gelingt und gelungen ist, euch auf diesen Konflikt aufmerksam zu machen. Und wir werden uns das nächste Mal die Frage stellen, die werden wir hier in diesem Thema weitergehen, welche Endzeitverheißungen und es ist ja wirklich so, dass es viele Stellen gibt im Alten Testament, die absolut Anlass dafür geben, dass hier am Ende der Zeit noch ein Tempel irgendwo eine besondere Bedeutung haben würde. Ich möchte euch einladen, dass ihr bis zum nächsten Mal zwei Kapiteln diesbezüglich lest für euch, und zwar Jesaja 2 und Micha 4, ja, Micha 3 und 4. Also Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, lesen Jesaja 2. Ihr könnt Jesaja 2 bis 4 lesen, wenn ihr wollt, und Micha 3 bis 4. Versucht diese beiden Stellen in einem Zug durchzulesen, denn dort werdet ihr dann auch Endzeitprophezeiungen finden, die davon sprechen, dass der Tempel des Herrn, der als auch das Haus des Herrn beschrieben wird, am Ende der Tage groß und herrlich dastehen wird. Und macht euch darüber Gedanken, von welchem Tempel dort die Rede ist. Und wir werden dann miteinander versuchen, hier zu schauen, wie die anderen Stellen, die wir dort dann lesen werden, andere Stellen in den prophetischen Büchern, die auch von einem herrlichen Tempel am Ende der Zeit sprechen, zu dem der Herr kommen wird, mit dem der Messias etwas zu tun haben wird, wie das mit diesem Tempel in Malachi 3, Vers 1 in einen Zusammenhang zu bringen ist. Das ist eine weite Geschichte, aber ich bin der Überzeugung, wenn wir die Erlösungsgeschichte im Alten Testament, die messianische Geschichte, die messianische Prophetie im Alten Testament, aber auch die Wiederkunftsgeschichte und die Wiederkunftsprophetie und die Wiederkunftstheologie des Neuen Testamentes richtig verstehen wollen, dann müssen wir uns mit diesen Tempelfragen auseinandersetzen. Dann müssen wir ein klares Verständnis von dieser Tempeltheologie haben, die wir im Alten Testament finden. Und ein klares Verständnis, was mit diesem Tempel gemeint ist und wie Gott diesen Tempel verstanden hat und was der Elia mit diesem Tempel zu tun haben wird. Tempel bedeutet auch wahre oder falsche Anbetung. Und der buchstäbliche Prophet Elia, der hat sehr wohl eine Auseinandersetzung auch mit dem Tempel in Jerusalem gehabt und mit der falschen und wahren Anbetung. Dasselbe hatte Johannes dem Täufer. Die wahre und falsche Anbetung, die wahre und falsche Vorstellung vom Tempel in Jerusalem, die falschen Erwartungen, die richtigen Erwartungen. All das sind weite Themen, die wir verstehen müssen, wenn wir glauben wollen, dass wir zu einem richtigen Tempelverständnis kommen, Heiligtumsverständnis und das auch natürlich in einem bestimmten Erlösungsverständnis hineinmünden muss. Gott helfe uns, dass wir diese Gedanken richtig nachvollziehen können und hoffe, dass es mir gelungen ist, da irgendwo den Zusammenhang recht darzustellen und auch auf diesen religiösen Konflikt aufmerksam zu machen, der inzwischen auch zu einem weltpolitischen Konflikt geworden ist. Also
Die Welt wird nicht ohne theologische Konflikte und ohne Konflikte über die richtige und falsche Auslegung der Bibel und der biblischen Prophetie zu Ende gehen. Gott helfe uns, dass wir uns auch darauf vorbereiten und fähig sind, dass wir unsere Argumente in der rechten Weise führen können und auch anderen Christen helfen können und anderen Menschen, auch in anderen Religionen, die mit in diesen Konflikt verwickelt sind. Dass wir ihnen ein rechtes Verständnis auch helfen können zu vermitteln. Gott segne euch und segne uns weiterhin in diesem Studium. Gut, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass irgendeine Frage gekommen ist. Ich weiß nicht, ob mein Chat funktioniert. Ich sehe zwar die Leute, die im Chat irgendwo angegeben sind, aber es ist offensichtlich keine Meldung gekommen, kein Kommentar, keine Frage. Möglich, dass es bei mir nicht erscheint, aber falls irgendwelche Fragen sind, ich sehe sie jetzt jedenfalls nicht. Ihr könnt mich auch gerne anrufen wie dieser Bruder. Okay, eine Reaktion ist da, dass ihr zumindest dabei wart. Jedenfalls möchte ich auch dem Bruder nochmal danken, der diese Frage aufgebracht hat, die mich dazu bewogen hat, diese Tempelfrage jetzt auch über diesen Weg etwas weiter zu verfolgen. Denn es ist wirklich eine Frage, die wert ist, überlegt zu werden, ob wir es mit einem buchstäblichen oder einem geistlichen Tempel zu tun haben und zu welchem Tempel jetzt Jesus letztendlich kommen würde. Gut, Gottes Segen euch allen und bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Amen.